Wir waren beim Türken, bei zwei verschiedenen Türken. Dann waren wir bei Aldi und Lidl. Nee, Lidl nicht, ne? Nur Aldi. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an und viel Spaß beim Video. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. Ich fange mal mit Aldi an. Da haben wir einmal diese Bananen gekauft. Wir haben zweimal dieses Butterbrösch geholt. Eigentlich wollte ich Baklava oder so was ähnliches machen, aber Audrey meinte, mach das, es geht schneller. Dann haben wir einmal Champignons. Das mache ich gleich. Dann Mehl. Dann einmal Eier. Dann haben wir einmal Chips. Dann von Rio Doro Apfelkirsch für Lina. Dann habe ich jetzt erstmal diese Käsesnacks. Einmal Bergkäse und einmal Gouda. Das sind so gewürfelte Käse. Gewürfelter Käse ist das. Einmal Milch. Dann Kartoffelrings. Zucker. Dann haben wir einmal Salatherzen. Dann diese Fruchtcocktails. Zweimal passierte Tomaten für Pizza. Dann einmal diese Mini-Donuts. Dann haben wir reine Buttermilch, damit wollte ich Pancakes machen. Dann viermal Latte Macchiato. Einmal Latte Cappuccino. Dann haben wir zweimal Mozzarella-Kugeln. Dann haben wir hier einmal Erdnüsse im Teigmantel, also diese Fake McNuggets. Schlagsahne. Dann haben wir einmal Erdnüsse, Zwiebeln. Dann einmal Champignons für die Pizza. Sonnenblumenöl, Zitronen, Bio-Zitronen, sehr wichtig, Kartoffeln. So, dann geht's weiter mit, wir waren kurz bei Teddy. Für den kleinen Tisch haben wir so Papierdecken gekauft, also Papiertischdecken. Dann habe ich so eine Dekorierflasche gekauft für 1 Euro. Dann einen Bund Petersilie von HSC. Ein Saft gekauft, weil Lina hatte Durst. Dann einmal Kichererbsen. Dann Gurken. Dann haben wir für Lina diese Cheese Strings gekauft. Die sind beim Türken viel billiger als die beim normalen Supermarkt. Dann einmal Eisbergsalat. Ganz viele Tomaten. Joghurt. Oliven. Die schmecken am besten. Die sind von Marmel. So sehr gut. Dann haben wir dreimal diese Chicken Yum Yum, dreimal Shrimps Yum Yum, zweimal Curry Yum Yum. Dann haben wir diese Crunch Chips gekauft vom Türken, auch für Donnerstag. Dann haben wir einmal Karotten gekauft. Gehst du? Mhm. Dann hat Audrey diese Hummus gekauft. Ich weiß gar nicht wofür. Wofür hast du das alles gekauft? Die schmecken auf jeden Fall sehr gut. Man kann ja auch so essen. Hast du 3 Stück gekauft? Ja, man kann ja auch so essen, wenn man Hunger hat. 3-mal Hummus. Die sind ein bisschen sauer. Soll ich jetzt 1 nehmen? Auf der Milch essen, bevor ich Fußball spiele? Dann einmal Grieß. Damit habe ich auch was vor. Ich nehme so einen Löffel von Lina. Bye bye. Ciao. Dann einmal. Wo hast du ein Taschenbücher getan? Guck mal in meine Tasche. Oder in einem kleinen Zimmer. Zitronenwasser. Dein Video ist richtig am Arsch. Was geht? Das Video. Achso, ja. Kichererbsen. Dann haben wir 3-mal arabischen Brot. Dann haben wir hier. Ein halben Kilo. Wie nennt man das? Hähnchen. Flüge. Hähnchenärmchen. Hähnchenkeulen. So. 1,5 Kilo. 1,5 Kilo Hackfleisch. Nochmal. 1 Kilo.
Oh, wie heißt das? Da hat ein Kilo 13 Euro gekostet auf jeden Fall. Das ist dieses Rinderfleisch. So. Ja, das war's auch. Das war unser Einkauf. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Einfach unten auf Abonnieren klicken. Das könnt ihr kostenlos machen. Und ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.